Oh boy. Oh boy. Hallo, herzlich willkommen, wir sind wieder da. Ich bin wieder da. Und warum fliegt mir hier alles um die Ohren? Oh shit. Okay, pass mal auf, Junge. Was ich sagen wollte, bei meinem letzten Ausflug zur, zur Brotherhood habe ich eine neue Waffe bekommen. Das Plasmagewehr. Ich habe schon schlechtere Waffen gehabt in diesem Spiel. Talonkorb, die sind immer noch aktiv. Unfassbar. Und ich habe noch ein bisschen Geld gelassen, weil ich jetzt auch tatsächlich mit der Brotherhood of Steel handeln kann. Ich habe mir leider ein bisschen viel Geld da gelassen, deswegen werde ich die Leute doch ein bisschen mehr ausnehmen als ursprünglich geplant. Außerdem könnte ich schwören, ich hätte diesen Punkt hier schon so gesehen gesäubert. Dogmeat, Junge, wo bist du? Guter Junge. Geht's dir gut? Weiß man das falsche Kommando dafür, aber hey. So, Place Marker. Oh boy. Hi. Junge. Bist du ein hässliches Vieh? Okay. Nicht okay. Und was macht hier wieder Bumm? Wer bumst hier in der Gegend rum? Okay, bevor ich jetzt in die Vault reingehe, will ich jetzt wissen, wer hier in der Gegend rumbumst. Weil das kann man nicht so einfach ohne weiteres stehen lassen. Könnte ja jeder kommen. Einfach so, wie er will. Wie er lustig ist, in der Gegend rumbumsen. Oh shit! Ups. Okay. Gut, wir haben jetzt den Jaguar gekillt, aber das beantwortet leider immer noch nicht die essentielle, die elementarste Frage, nämlich wer hier in der Gegend rumbumst.
Und vielleicht werden wir es nie herausfinden. Hier ist nichts. Gar nichts. Ich laufe im Kreis. Kann ich genauso gut wie ich wieder direkt zurück zur Vault gehen. Dort ist ja sowieso unser nächstes Ziel. Nein, nicht unser offizielles nächstes Ziel, aber mein erklärtes. Ein erklärtes, offensichtliches Ziel. Gut, Fast Travel Punkt haben wir, da ich eben schon den einen Punkt da ausgenommen habe, bringe ich schon eben kurz den Müll weg. Ich sag Müll, ihr wisst, was ich meine. Später mal den Schrank aufräumen hier. Ja, okay. Haben wir wieder ein Item überreicht? Nein. Ich schätze mal, es geht jetzt am Schlafen. Ich glaube, es geht immer nur einmal am Tag. Gut, Volt 106. Da sind wir. Die Frage, die sich mir jetzt stellt, was ist in dieser Vault schiefgelaufen? Okay. Cruiser Outfit, Armor. Das erste, was ich mich spinnend finde, eine Metallrüstung ist, komme ich doch schon leicht ins Grübeln. Es ist ja niemand Lebendiges dran. Wer weiß. Ich jetzt hier ging auch alles vor die Hunde. Locked very easy. Ja, das kriegen wir hin. Sogar beim ersten Versuch. Ist auch ein bisschen überrascht. Ist leer. Leere Flaschen. Locked hard. Ich hoffe, das kriegen wir noch hin. Aber very hard kriegen wir nicht geknackt. Das ist okay. 1 von 11 korrekt. Okay. Nein. Aber so viele Versuche, ey. Schauen wir mal, ob wir das irgendwie ein bisschen beschleunigen können.
3 von 11. 1 von 11. Examination, mistrustful stuff on yes. Urgent security notice. The vault security. If any of our residents notice any unusual odor or faint taste to the air, please assure them that everything is okay. Set a regularity in our filtration system. Nothing to cause alarm. The system has already been corrected and 100% functional again. If you notice anyone acting out in a strange manner, please report the disturbance immediately so medical assistance can be sent. The overseer. Unüblicher Geschmack in der... Was zum Geier? Laserpistole. Ich. Insane survivor, what the fuck? Oh boy. Okay. Es wird lila. Wenn ich da lang gehe. War das nicht der die beste Idee, hier lang zu gehen? Schau mal, wurde hier experimentiert und die Leute sich selber überlassen. Das sind Meyerlurk-Eier, glaube ich zumindest. Habe ich irgendwie... Ne, ich habe keinen Helm, mit dem ich das irgendwie... Okay, das Lilane ist weg. Aha, was? Wo war? Nope. Ich glaube nicht, Tim. Ich weiß nicht, ob der Tim heißt. Ich vermute es jetzt einfach mal. Noch einer. Und warum sieht der auch genauso... Ah, was soll's. Energieaggregat scheint irgendwie noch zu funktionieren. Betonung auf irgendwie.
Hier gibt's nichts zu holen. Ne. Genau, das schien kein gar nichts. Man müsste schon irgendwie in das Büro des Overseers rein. Vorausgesetzt, man kommt da überhaupt hin. Mehr in Erfahrung zu bringen, was das angeht. Okay. Da hat Pfeile und ein Pümpel. Ist nicht unbedingt das, mit dem ich jetzt gerechnet hätte, aber. Überhaupt noch weiter runter? Sieht nicht danach aus. Oder habe ich was übersehen? Wahrscheinlich jetzt doch hier runter. Okay. Das kann man mitnehmen. Noch mehr Forschungs... Nee, Kaffeemaschine. Nein, für Forschung doch wichtig, wohlgemerkt, aber... Es ist so, dass man... Jetzt alles nicht so das, was ich erwartet hätte. Schauen wir mal weiter. Oh boy. Wait. Ich habe gerade Wissenschaftler gesehen. Oder war das nur eine Halluzination? Die Terminals sehen alle ziemlich tot aus. Und seht ihr überhaupt noch irgendwas? Auch nichts Verwertbares hier. Ein bisschen tiefer gehen, tiefer in den Schlund. Schon mal gehört, man noch so eine lila Vision. Ah, okay. Oh boy. Nicht auf den Hund zielen. Okay. Das ging schnell. Gut gemacht, Junge, aber jetzt geh auf Seite. Ich muss den Typen hier
Okay, Jumpsuits. Okay, die drehen alle an der Murmel. Aber sowas von. Ja, warte. Von Stadion gehe. Oh, Bier, 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 Bier. Whisky. Combat Knife. Haben die hier so ein eigenes Battle Royale abgehalten oder was lief hier ab? Oh. Ein Schloss, ein Schloss, ein Schloss. Ah. Ah. Ka-ching. Okay, Flashbacks auch aus meiner Vault. Interessant. Was natürlich kompletter Unsinn ist. Shotgun Shells. Also dieser Overseer hat keine halben Sachen gemacht. Okay, was lief hier? Ah, wir dürfen noch mal rumhacken. Okay. Drei von Art Devastation. Moment. Haben wir gleich. Wait, was ist das? Allowance replenish. Oh! Ich kann sagen, das sah doch gerade irgendwie seltsam aus. Damn it. Observation 5 von 11.
Endlich. The ventilation system has been checked. Required security medical protocols have been initiated as per instruction. System has been brought online. Disconnected. The shaft. Full security precautions also been completed. Protocol med alert. We are ready and prepared for the worst. Scheinbar nicht. Nicht besonders viele Informationen, die ich jetzt daraus bekommen habe. You are no longer well rested. Könnte man so sagen. Sorry. Schätze, die Waffe werde ich auch wieder bald reparieren müssen. Warte mal. Okay, wieder ein kleines bisschen Platz gesch. Oh, Science Bobblehead. Penalty increased by 10 points. Nice. Was bedeutet, ich habe jetzt Science von 90. Guck mal, im nächsten Level up kriegen wir das auf 100. Ich weiß, was ist da eine Metalbox? Ach. Nichts wirklich Relevantes. Das ist schon relevant. Das ist nichts, was hier passiert ist. Hier ging eine ganz große Scheiße ab. Und alle sind durchgedreht. Das ist meine Vermutung. Und vielleicht war das sogar by design, also mit voller Absicht. Ich schätze mal, wir werden uns mal auf die untere Ebene übergeben und schauen, was hier abgeht. Oh boy. Terpentin, Abraxocleaner. Ach, die Whiskey Bottle wollte ich jetzt gar nicht mitnehmen. Aber was soll's. Frag Mines. Noch so ein Bleirohr. Ich mit anderen reparieren. Ja, das habe ich mir fast gedacht. So wertvollen Sachen nehme ich jetzt mal mit. Grenade Box, ja. Okay. Weg mit den Pümpeln. Scrap Metal ist einiges wert.
auswählen. Lass mal die Lederrüstung liegen. Okay. Das Gefühl, diese Vault hier taugt nur zum Plündern. Ich meine, es gibt reichlich, ne? Aber... kannst den Scheiß ja auch rausschleppen. So. So einen Baseballschläger lassen wir vorbei. Den einen kann ich mit dem anderen reparieren. Gleicht sich das wieder aus. Bin jetzt wieder überladen. Natürlich. Jetzt bin ich froh, dass Munition nichts wiegt. Ich meine, unrealistisch wie sonst was, aber ich selber beschwere mich jetzt mal nicht darüber. Ach, komm. Weg mit dem Bleirohr. No access. Ah! So, das geht hier noch tiefer. Oh Gott. Science Labs. Ich denke mal, die geben wir uns in der nächsten Episode, oder? Das war's von mir an dieser Stelle. Herzlichen Dank, wie immer, fürs Zuschauen. Und wir sehen uns wieder in der nächsten Episode. Und dann kommen wir hoffentlich dem letzten Geheimnis von Vault 106 auf die Spur. Bis dahin, lasst es euch gut gehen. Macht's gut. Bis dann. Ciao.